Monsieur le Comte. Hoffentlich fassen Sie es als Kompliment auf, wenn ich Ihnen sage, dass Sie das Zeug zu einem sehr guten Verbrecher hätten. Ich glaube, das fasse ich nicht als Kompliment auf. Madame la Comtesse, das Motiv für den Mord liegt in der Vergangenheit. In der Tragödie, die Ihre Familie zerstörte. Helfen Sie mir. Kehren Sie mit mir in die Vergangenheit zurück. Erzählen Sie mir vom Haushalt Ihrer Schwester. Was soll ich Ihnen erzählen? Sie sind alle tot. Alle tot. Sonja, Robert, liebste, liebste Daisy mit ihren Locken, die sich unmöglich kämmen ließen mit ihrem süßen Lächeln. Erzählen Sie mir von dem Kindermädchen, das Selbstmord beging. Suzanne? Wenn sie darin verwickelt war, dann sicherlich ohne Schuld. Vielleicht hat sie mit jemandem geplaudert und die Zeiten gesagt, wann sie mit Daisy ausging. Welche Nationalität hatte Suzanne? Sie war Französin. Mhm. Was interessiert das? Wie war Suzannes Nachname? Damals war ich selbst noch ein Kind. Wir nannten sie immer nur Suzanne. Gab es ein Kindermädchen? Ja, eine ausgebildete Krankenschwester. Sie hieß Neu Doktor. Hatten Sie vielleicht eine Privatlehrerin oder Gouvernante? Ja, sie war ein Drachen. Eine Engländerin, vielmehr Schottin. Eine große, rothaarige Frau. Wie war ihr Name? Miss Freebody, ob Sie es glauben oder nicht. Wie alt war sie? Damals kam sie mir uralt vor, aber sie war vermutlich nicht älter als 40. Ich weiß, dass Sie damals noch ein Kind waren. Und dass die Jahre einen Menschen verändern. Aber haben Sie irgendjemand in diesem Zug gesehen, der Sie an irgendeine jener Personen erinnert? Niemand, Mademoiselle Marceau. Überhaupt niemand. Entschuldigen Sie, Graf. Es gibt noch das eine oder andere, was ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Bitte, fahren Sie fort. Haben Sie den Fettfleck auf Ihrem Reisepass bemerkt? Sehen Sie ihn? Am Anfang des Vornamens Ihrer Frau. So etwas passiert nun mal, wenn man viel reist. Ist Ihnen irgendetwas zu heute Nacht eingefallen, was uns weiterhelfen könnte? Nichts. Merci, Monsieur le Comte. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Ich habe noch einige Fragen, Fräulein Schmidt, wenn ich darf. Ja, natürlich. Seit wann sind Sie bei Madame la Princesse? Seit 10 Jahren. Seit 15 Jahren, Schmidt. Ja, das ist richtig. 15, Mademoiselle. Es tut mir leid. Dieser Mord, das Warten. Ich bin dadurch etwas zerstreut. Und da vergisst man 5 Jahre? Ich habe gehört, dass Sie eine ausgezeichnete Köchin sind. Ja, tatsächlich. Das haben meine Damen alle gesagt. Eure Durchlaucht. Beruhigen Sie sich, Schmidt. Sie wissen nicht, was Sie da sagen. Das ist wahr. Ich weiß nicht, was ich sage. Das wäre vorläufig alles, Mademoiselle Schmidt. Verstehe ich nicht. Ich bin es nochmal, eure Durchlaucht. Ich dachte mir, dass Sie vielleicht wiederkommen. Ich habe Schwierigkeiten, den Besitzer dieses Taschentuches zu finden. Es tut mir leid, das zu hören. Wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich Ihnen gleich gesagt, dass es mir gehört. Mit? Es gehört Ihnen? Aber Durchlaucht, Ihr Vorname ist Natalia. Ich bin mir meines Vornamens vollkommen bewusst, Mademoiselle. Meine Taschentücher werden immer in russischer Schrift bestickt. Im kyrillischen Alphabet wird H als N geschrieben. Andersrum, das N wird als H geschrieben, aber ne? Wer achtet schon auf Details? Wie kam es dazu, dass Ihr Taschentuch neben dem Ermordeten lag? Ich habe keine Ahnung. Übrigens gibt es das H im Russischen nicht, sondern nur H. Und das wird geschrieben wie das X, nur runder. Ihre Zofe sagte, sie würde dieses Taschentuch nicht erkennen. Schmidt ist eine treue Seele, wie ich. Man soll seinen Freunden, seiner Familie und seinesgleichen gegenüber loyal sein. Vielen Dank, Prinzess. Okay. Haben wir hier noch wen? Den da.
Pardon, Mademoiselle, aber könnten wir uns ein anderes Mal unterhalten? Hast du überhaupt irgendwann mal Zeit, Freddy? Ich weiß, er heißt nicht Freddy, aber trotzdem. Ach, liebes junges Fräulein, ich möchte sagen, dass ich trotz der ganzen Katastrophe genossen habe, meinen Abteil mit Ihnen zu teilen. Danke, Greta, aber ich fürchte, ich muss Ihnen noch einige Fragen stellen. Ja, ich denke, dass Sie müssen. Unser gnädiger Vater im Himmel führt Ihre Hand, glaube ich. Also bin ich zufrieden. Ach du Scheiße! Ich habe eine Postkarte gefunden. Mein einziges Andenken aus der Zeit damals. Es ist dumm von mir, aber es bedeutet mir viel. Coney Island ist in Amerika. Ja, natürlich. Es ist auf Long Island, New York, im Lande Amerika. Ich habe gelogen, als ich sagte, dass ich dort nie gewesen bin. Gott verzeih mir. Auf der Rückseite von der Postkarte schreiben Sie, dass Helena mit der Achterbahn gefahren ist. Helena Gilbert, die jüngere Schwester von Mrs. Armstrong. Nur 10 Jahre alt, aber so mutig. Ich bin nicht so mutig. Es ist wahr. Es ist wahr. Sie war ein Engel. Ein süßer, vertrauensvoller Engel. Sie kannte nichts als Güte und Liebe. Und dann nahm sie dieser böse, böse Mann weg. Und ihre arme Mutter. Und das Kind, das nie gelebt hat. Ich sollte auch die Kinderschwester des kleinen Kindes werden. Ich hätte es ihnen sagen sollen, aber ich hatte Angst. Ich war so froh, dass dieser böse Mann tot ist. Dass er keine kleinen Kinder mehr töten kann. Das war's? Oh, bitte, Fräulein. Okay, du bist zu aufgeregt, um jetzt zu reden. Gut. Ist Klaus inzwischen zurück in der Küche? Ja. Dank der Beharrlichkeit eines Chefkochs werden die Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat wie versprochen serviert. Ich hab dir das Zeug organisiert, Junge. Ich, nicht du. Dann machen wir vielleicht jetzt, können wir jetzt im Kühlschrank Kartoffelsalat stibitzen? Nein. Das sollte ich lieber. Übrigens liebe ich Kartoffelsalat. Oh. Aber nicht hier so mit Essig und Ölzeug, weil das ist eklig. Nee, so nicht. Sondern hier mit Mayo oder mit Joghurtdressing oder so. Gut. Ich sollte den Deckel lieber wieder aufsetzen. Ja, mach du nur. Nein, will ich nicht. Da geht's lang. Aber wir, das waren noch nicht alle, oder? Da fehlen ein paar Leute. Das heißt, dann gehen wir mal in den Calais-Wagen und suchen die fehlenden Leute zusammen. Oder, nein, das waren noch nicht alle. Nein, das war der falsche. Der ist nicht hier. Stimmt, der sitzt vorne. Den haben wir gesehen. Jetzt ist nicht der passende. Monsieur Poirot? Achso, ja, erzähl mal. Nicht weit kommen, Mr. McQueen ist immer noch dabei, uns Konkurrenz zu machen. Und das ist alles, was ich bis jetzt entdeckt habe. Wer macht wem Konkurrenz? Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir erfahren können. Oh. Dieser Führerschein lässt erkennen, dass Foscarelli Chauffeur gewesen ist. Kein ungewöhnlicher Beruf für einen Mann, der Autos liebt. Könnten wir das Funkgerät benutzen, um mit den Ermittlungen voranzukommen? Monsieur Tremont, das ist ein erstaunlicher Glücksfall. Zu oft helfen Zufälle dem Verbrecher. Wie schön, dass zur Abwechslung Poirot damit geholfen wird. Ich habe einen Freund, Monsieur Louis. Sein Sohn, Barnaby, ist ein Junge mit vielen Interessen. Eines davon ist der Amateurfunk, wie mir sein stolzer Vater in einem neuerlichen Brief berichtet hat. Der junge Barnaby kann unser Auge und Ohr in der Außenwelt sein.
Sein Rufzeichen steht im Brief von seinem Vater. Da, in meiner Reisetasche. Benutzen Sie den Amateurfunk, um durch ihn mehr über unsere gegenwärtige Lage herauszufinden. Er wird eine wertvolle Hilfe sein, Mademoiselle. Merken Sie sich sein Rufzeichen. Sonst haben Sie die Informationen nicht, die Sie brauchen, um den jungen Barnaby zu erreichen. Dieses Buch von Masterman offenbart mehr, als er glaubt. Gefangener der Liebe. Von der unschätzbaren Mrs. Arabella Richardson, ja. Und was offenbart es Ihnen? Die meisten Männer seines Alters haben im Krieg gedient, Mademoiselle. Sogar Poirot. Trotzdem, man sollte dem nachgehen. Gut gemacht. Ich fand die Aussage mit dem, er ist ein Romantiker unter seiner Handschuhe, aber noch geiler. Das Rezeptkästchen von Hildegard Schmidt ist ein Hinweis. Wissen Sie noch, wie sie beim Essen mit dem Kellner diskutierte, während sie den Speiseplan studierte? Und das Etikett auf dem Kästchen ist auch interessant. Die Rezepte meiner Damen. Das lässt darauf schließen, dass sie für ihre Arbeitgeberinnen gekocht hat. Eine ungewöhnliche Aufgabe für eine Zoophonispa. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, das gilt jetzt nicht als Hilfe. Ich habe mit Herz angeschlossen. Ich habe festgestellt, dass man bestätigt hat. Es steht immer nie so genau da, aber okay. Ich gehe jetzt hier erstmal. Der Brief. Jetzt sollte ich Monsieur Poirots Kleidung genauso lassen, wie ich sie vorgefunden habe. Ich traue mich nicht. Ich habe Monsieur Poirots Sachen schon genug durcheinander gebracht. Feigling! Ich traue. Na gut, gehen wir erstmal weiter gucken und suchen noch die Leute. Wer fehlt denn noch? Aber gucken wir mal uns das Kästchen genauer an. Da. Das lässt sich... Nee, das lässt sich nicht auseinandernehmen. Hier ist keiner. Hier drüben? Auch nicht. Habe ich doch vielleicht schon mit allen gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, warte mal. Hartmann? Ach doch, mit dem habe ich auch geredet. Wo ist denn hier, Mister? Vielleicht hat er gerade Pause. Nee. Lokomotivführer. Der wird auch nicht da sein. Nee. Leer, leer. Matteo ist auch nicht an seinem Platz. Vielleicht sitzen die beide im Amateurfunk-Dingsbums drin. Stimmt, mit dem Arzt habe ich nicht nochmal gesprochen. Wo auch immer der gerade ist. Da, Matteo. Auch nicht. Vielleicht sitzen die wirklich alle hier. Nee. Da war einer! Da war einer! Die Wolken sehen... Oh, da war... Da ist einer und sie kommentiert, dass die Wolken bedrohlich aussehen? Jetzt springt einer oben aus ihr rauf. Oder von unten am Zug. Was machen Sie denn da? Was soll das? Lassen Sie mich sofort runter! Lassen Sie mich los! Lassen
Lassen Sie mich los! Das werden Sie sicher noch bereuen!